Wir sind hier beim 17. Spektakulum Magdeburgense und bei den 9. Festungstagen hier in Magdeburg, ganz nach dem Motto vom Mittelalter bis in die Kaiserzeit. Das heißt, hier passiert alles Mögliche, was wir uns so im Geschichtsunterricht anhören durften und was wir lernen durften. Und wir schauen mal rum, was hier abgeht und warum ihr unbedingt vorbeikommen solltet. Ich bin schon ein sportlicher Typ und im Axtwerfen bin ich jetzt auch gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir professionelle Hilfe geholt und jetzt muss ich direkt mal fragen, was muss ich tun beim Axtwerfen, damit ich niemand anders wehtue und vor allem auch mir selbst nicht wehtue? Anders als beim Dart, das Bein nach hinten nehmen, nur so vorbeigeht im Fall eines Falles. Ansonsten einfach nur geradezu und drauf. Die Axt ist richtig scharf? Naja, es ist schon Metall, es ist geschärft, man kann Holz mit hacken. Zu scharf sollte sie nicht sein, weil das Holz muss ja auch eine Weile halten. Der gute Mann hier hinter mir ist kein Grillmeister und dreht seine Würstchen um. Nein, es ist ein Schmied. Denn im Mittelalter war das Handwerk des Schmiedes eine enorm wichtige Sache. Jetzt wird es Zeit, dass wir auch selbst mal Hand anlegen und aus diesem Stück Metall etwas Vernünftiges machen. Und was wir machen, das darfst du uns jetzt erklären. Ja, das wird ein Nagel und das ist, wie man erkennen kann, die Spitze, die nachher in den Balken reinkommt. Und wir machen jetzt den Nagelkopf. Früher habe ich ja immer gedacht, dass das Mittelalter und die Kaiserzeit so weit auseinander liegen, aber dabei durfte ich hier was anderes lernen. Denn sie liegen genauso nah zusammen wie der Glacis-Park und das Ravelin 2. Quasi ein Schritt. Was macht denn den größten Spaß aus, die größte Faszination an der Zeit und an dieser Rolle? Wenn ich diese Uniform antrage, dann fühle ich mich anders. Ich bin sonst Bauer, ich fahre mit dem Trecker durch die Gegend. Und wenn ich diese Uniform antrage, dann stehe ich irgendwie anders da und rede auch manchmal völlig anders. Ja, ich habe viel über Wilhelm gelesen, über den Kaiser natürlich, muss man sich informieren. Denn wenn Fragen kommen, dann muss man die beantworten können. Es ist eine ganze Menge los hier beim Spektakulum und bei den Festungstagen. Und ich drehe mich jetzt um und schaue mir eins der Highlights an. Und zwar Fangdorn, den letzten lebendigen Drachen der Welt. Und falls ihr das auch machen möchtet, habt ihr noch bis Montag Zeit. Also kommt vorbei und schaut euch das Ganze an.